Former professional football player Hans Zarpay is a keen cook. Now he has combined his two passions and developed a nutrition plan catering to the specific needs of players. Die Ernährung bei so einem Turnier wie einer Europameisterschaft ist schon extrem wichtig, weil die Jungs einfach eine hohe Belastung haben in einer sehr kurzen Zeit. The German Ghanaian who lives in Cologne has published a cookbook to coincide with the UEFA Euro 2020. The nutrients that are especially important for a football player are already featured in breakfast recipes like his peanut butter and jelly porridge. Wir haben hier die Haferflocken, da sind eben Kohlenhydrate drin. Wir brauchen mehr Kohlenhydrate, weil der Sportler, der Fußballer sich viel mehr bewegt. Dann haben wir Sojamilch, Eiweiß, Eiweiße einfach, weil der Sportler mehr Muskeln hat und er auch nach dem Training oder beim Spiel, da müssen die Muskeln sich wieder reparieren. He says the ideal breakfast, like this porridge with peanut butter, should contain 50% carbohydrates and 25% protein. Peanut butter contains lots of minerals and fruit provides extra vitamins. Portion sizes depend on an athlete's body weight and his or her level of physical exertion. Hans can look back on an illustrious career. Back in 2011, playing for German team Schalke 04, he beat Italian heavyweights Inter Milan in the Champions League. Die Erinnerung kommt wieder zurück, wie das Spiel war, wie keiner an uns geglaubt hat und wir am Ende doch dort 5 Tore gemacht haben mit einem Hin und Her. Players had filled up on carbs ahead of the match. Also vorher schön viele Kohlenhydrate, Trainingseinheit anschwitzen und dann vor dem Spiel noch mal eine Einheit zum Essen, also noch mal Nudeln. A diet that paid off on the pitch. Ja, Manuel Neuer, es war mein Torwart bei Inter Mailand. Diese Kraft, die er hat, und das hat natürlich aber auch mit der Ernährung zu tun. Du kannst nicht nur in den Kraftraum gehen und pumpen, dann hast du die Muskeln, aber du kannst sie nicht richtig einsetzen. Und da ist die Ernährung auch ganz wichtig, dass du das, was du auch hast, auch dann auf dem Platz rüberbringen kannst, dass du hellwach bist im Kopf. Und das macht ja auch einen Manuel Neuer aus, dass er in der Birne voll dabei ist. Now Manuel Neuer is goalkeeper for Germany's national squad, an inspiration to many young players. Hans, who also gives soccer lessons, gets everyone together to cook meals bursting with carbohydrates. Today they're having macaroni with spinach and cheese for lunch. In dem Essen kriegt man mehr Kraft. Also im Essen ist sehr viel Energie. Und es schmeckt auch noch. Besser als bei unseren Müttern. Healthy meals should be flavorful and fun. After a long day on the pitch, Hans is preparing burgers with grilled vegetables and beef. They pack a protein punch, just what the players will need to come out on top at Euro 2020. Jetzt abends ganz besonders wichtig für den Körper Eiweiß, weil du viel trainiert hast. Steak Burger mit Grillgemüse wäre etwas für Manuel Neuer nach dem Spiel. Hängt ja dann nicht nur von ihm ab, aber ich glaube, er würde dann trotzdem eine Top-Leistung abbringen. Wir haben Spieler im Kader, die einfach eine Top-Qualität haben. Und wenn sie sich gut ernähren, dann reicht es auf jeden Fall fürs Finale. With Hans Zarpay's healthy meals, the sky's the limit.